Tamron hat ein neues Objektiv am Start, die besten Vogelfotos, die teuerste Kamera der Welt und viele, viele weitere Foto-News-Informationen heute in diesem Video. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Mike und auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und Filmen. Willkommen zu den Herford Foto Foto News. Du siehst schon viel Foto in den Wörtern und wir beschäftigen uns heute mit ein paar Neuigkeiten aus der Fotografie- und Filmwelt. Schön, dass du da bist. Sofern noch nicht geschehen, würde ich mich sehr freuen, wenn du einfach mal einen Daumen nach oben da lässt, das Video teilst und natürlich die Abo-Glocke drückst, damit du immer alle Informationen, alle Videos auch in dein YouTube-Postfach hineinbekommst. Vielen Dank dafür. Ja, Tamron hat ein neues Objektiv rausgebracht, und zwar das 17-70 2.8er für Fuji. Und zwar, ja, klassische immer drauf Brennweite für ja, Landschaften, für Porträts etc. etc. Und ein ganz, ganz tolles Objektiv, denn es kostet nur $799. DP Review hat dazu mal ein kleines Feedback geschrieben. Das Ganze könnt ihr euch hier immer anschauen, indem ihr einfach auf die Links hier unten klickt, die hier in den Video, in der Videobeschreibung drin sind. Denn da habe ich alles für euch verlinkt, also da gerne mal reinschauen. Klassischerweise 17 bis 70 ist eine ja, sehr gute Brennweite, finde ich, die man immer draufnehmen kann. Kannst du ganz, ganz viel mit fotografieren und musst nicht permanent wechseln. Also ich nutze ja meine 24 bis 70 Sony G-Master schon seit einigen Jahren und bin super zufrieden damit, hat eine ganz, ganz tolle Abbildungsleistung. Und hier hast du quasi so ein bisschen das Pendant dazu. Ja, von der Brennweite her sogar noch ein bisschen mehr Spielraum, sogar noch ein bisschen mehr ja, Weitwinkel dabei. Also von daher, wenn du Fuji-User bist, dann schau da auf jeden Fall mal vorbei. Die besten Fotos von Vögeln wurden prämiert und da sind echt ein paar richtig geile Bilder dabei. Also kann ich nur tatsächlich so sagen, müsst ihr unbedingt mal anschauen, die Galerie. Also krass, was einige so auf sich nehmen auch teilweise, um solche Fotos anfertigen zu können. Also ganz, ganz toll, wenn dich das interessiert, auch dazu der Link unten in der Videobeschreibung. Fast vergessen, du kannst ja was gewinnen, wieder was Cooles, habe ich hier schon liegen auf dem Tisch. Was es genau sein wird, das erfährst du natürlich am Ende des Videos, also schön dranbleiben. Hast du kurz 14,4 Millionen Euro auf der Kralle so? Also, ja, die teuerste Kamera der Welt kostet nämlich 14,4 Millionen Euro. Und zwar, ich muss es kurz vorlesen, von Leica die Null-Serie. Die Nummer 105 wurde am 11. Juni 2022 für unglaubliche 14,4 Millionen versteigert. Es handelt sich dabei um ein Vorserienmodell von 1923. Das hat nämlich dem Herrn Oskar Barnack gehört und Barnack war damals der Erfinder oder Miterfinder, Entwicklungschef von Leitz und ja, gilt quasi als Erfinder des 35 mm Kleinbildformates. Also ziemlich cool, aber 14,4 Millionen Euro, alter Schalter, also heftig. Ihr müsst euch mal anschauen, es gibt dazu auch ein Video, was DP Review gemacht hat bei der Versteigerung, waren die nämlich dabei. Sehr interessant, wie ich finde. Also heftig, heftig. Die teuerste Kamera war auch eine von Leica vor ein paar Jahren noch. Die lag, glaube ich, bei 3 oder 4 Millionen Euro. Und die hier wurde auch nur auf 4 Millionen Euro Maximum geschätzt und wurde dann tatsächlich für über 14 Millionen Euro versteigert. Also heftig, wie ich finde. Also schaut da gerne mal rein, wenn das was für euch ist. Neues Gimmick für deine Kamera, und zwar der Atoll-Neiger ist da. Also ein Neiger, wo du quasi die Kamera raufschrauben kannst. Hast auch eine ganz normale Stativplatte, die befestigst du an der Kamera und hast aber vorne quasi einen Ring, den du dann sozusagen drehst mit der Kamera zusammen. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Am Anfang fand ich es ein bisschen witzig. Jetzt muss ich sagen, es ist eigentlich ein ganz cooles Gimmick, weil ja, es hat ein paar mehr Vorteile als ein normaler L-Winkel, wie ich finde. Ein L-Winkel musst du natürlich immer abschrauben und musst du umstecken quasi. Bei dem Neiger hast du es eben nicht. Da kannst du einfach das Ganze drehen. Das ist wie bei so einem großen Teleobjektiv, wo du quasi vorne so eine Schelle dran hast, die du einfach dann aufmachen kannst und das dann drehen kannst mit dem Gehäuse zusammen. Finde ich sehr cool. Und vor allem, was ich hier sehr gut finde, ist, du kannst einfach die Kamera abnehmen und kannst sie einfach in so einen Clip reinklemmen am Rucksack quasi. Und das finde ich halt sehr, sehr cool gemacht. Also ich muss es nochmal genauer anschauen, aber finde ich eine ganz coole Sache. Wenn das was für euch ist, schaut auch gerne mal rein. Falls du viele alte Fotos restaurieren willst, Photoshop hat ein neues Tool entwickelt und zwar setzen die jetzt auch so ein bisschen auf AI, also Artificial Intelligence, also du weißt, was ich meine, also diese intelligente Funktion. Das heißt, du kannst einfach ein Bild einscannen und dann wird es quasi automatisch sofort innerhalb nur einer wenigen Sekunden ein paar Klicks quasi wieder restauriert, das alte Foto. Finde ich ziemlich cool, also wenn du alte Fotos noch zu Hause rumliegen hast, dann schau da gerne vorbei und vor allem musst du dir das neue Update auch runterziehen dann von Photoshop, dann kannst du es nämlich direkt nutzen. Also da vorbeigucken.
Weiter geht's mit Maike. Maike bringt ein neues 8mm Äquivalent Vollformat 16mm für Micro Four Thirds Kameras raus. Hat eine Offenblende von 2,8er und soll ungefähr so $400 kosten. Also was ist das in Euro? Vielleicht 450 Euro würde ich jetzt sagen, 470 Euro vielleicht. Finde ich sehr cool tatsächlich. Also 8mm, gut 16mm auf Vollformat, okay. Aber hatten auf jeden Fall einen sehr schönen Fischaugen-Look, sage ich mal. Und ich habe ja vor kurzem das Nisi 15mm testen dürfen. Und das war auch schon sehr, sehr cool, muss ich tatsächlich sagen. Dazu gibt es die Woche auch noch ein kleines Review. Also da auf jeden Fall mal reinschauen im Laufe der Woche quasi. Also wenn das was für euch ist, wenn ihr vielleicht Micro Four Thirds Kameras habt und ihr seid auf der Suche nach einem Fischaugenobjektiv quasi, dann wären 8mm, glaube ich, ganz cool. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Und Venus Optics, hast du vielleicht noch gar nicht gehört, ich auch noch nicht so richtig, ehrlich gesagt, bringt neues 90mm Ultra Makro für Vollformat. Und hier ist tatsächlich der Preis ziemlich geil, denn $500 ist auch echt gut. Und vor allem hast du hier Blende 2,8er. Und das für ein Makro bei 90mm finde ich schon echt gut. Ich muss mal gucken, ob ich mir das vielleicht mal ordere und einfach mal teste, weil das würde mich, glaube ich, schon mal reizen. Also ich möchte gerne mal so ein bisschen Makrofotografie machen. Momentan habe ich leider gar nicht so viel Zeit, aber würde mich mal interessieren. Also falls ihr auch Makroobjektive habt, könnt ihr mal unter das Video schreiben, was ihr vielleicht gerade nutzt und vor allem für was ein Kamerasystem ihr es nutzt. Würde mich mal sehr interessieren. Vielen Dank. Was tut sich bei mir? Diese Woche kommt noch ein Video von Nisi, habe ich schon gesagt, 15mm F4 Ultraweitwinkel. Damit war ich nämlich in Niedersachsen unterwegs vor ein paar Tagen und war sehr cool. Ich habe coole Bilder machen können und was ich da aufgenommen habe, das erfährst du im Video, da auf jeden Fall reinschauen. Das Lofoten-Bildband ist im Probedruck im ersten. Ich hoffe, dass ich es diese Woche noch bekomme, wahrscheinlich aber erst Anfang nächster Woche. Dann habe ich verschiedene Drucke quasi zur Auswahl. Ich schaue mir das Ganze nochmal in Ruhe an. Dann muss noch mal einmal lektoriert werden, das zweite Mal quasi. Und dann wird es in den Vorverkauf gehen. Also ich hoffe noch vor meinem Urlaub, den ich mit der Family machen werde, müsste so ungefähr in 2-3 Wochen müsste der Vorverkauf ungefähr starten. Ich sage euch natürlich entsprechend Bescheid und dazu wird es natürlich auch noch mal ein entsprechendes Video geben, sodass ihr auch auf jeden Fall euer Exemplar bestellen könnt. Es wird eine kleine limitierte Auflage davon geben vom Lofoten-Bildband. Und natürlich auch einen kleinen Feinart-Print dazu. Also wenn du Vorbesteller bist, bekommst du den Feinart-Print kostenfrei dazu. Und ansonsten gibt es noch so ein kleines Bundle dazu. Das heißt, wenn du danach noch bestellst, dann kannst du den Feinart-Print trotzdem noch mitbestellen, der dann entsprechend natürlich mitgeliefert werden wird. Aber dazu dann wir auch immer. Also dazu gibt es noch weitere Informationen demnächst. Es gibt noch 5 Island-Bildbände zu kaufen. Also wenn du auch Island-Fan bist, dann schau da gerne vorbei. Island-Bildband habe ich auch viele, viele tolle Bilder gemacht. Kannst du dir gerne mal anschauen und da gibt es auch noch in meinem Shop. Link dazu findest du in der Beschreibung. Und es gibt noch 2 Workshop-Plätze für den Workshop im Oktober diesen Jahres. Ist zwar noch ein bisschen hin, ich weiß, aber Oktober haben wir meistens richtig geiles Licht morgens. Und von daher kann ich euch empfehlen, wenn ihr in Rostock seid, in Warnemünde seid zu der Zeit, dann schaut da gerne vorbei. Termin blende ich hier mal ein und vor allem auch dann, wo ihr den Workshop buchen könnt. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da vielleicht mal persönlich kennenlernen würden. Und der neue Videokurs zum Thema Fotografieren lernen ist auch im Doing. Ich hoffe, dass ich jetzt auch bald die nächsten Wochen damit fertig sein werde. Es ist noch viel Schnittarbeit zu machen, aber Ziel ist es auf jeden Fall noch auch, vielleicht spätestens nach dem Urlaub das quasi fertigzustellen. Okay, das war's dazu. Instagram-Kanäle habe ich heute wieder 2 rausgesucht, 2 richtig tolle Kanäle, wie ich finde. Der erste ist von Raphael Meyer und zwar hat er den Hintersee fotografiert in Bayern. Dort war ich auch schon und irgendwie hat er ihn mal ein bisschen anders fotografiert, wie ich finde, aber auch sehr, sehr schön. Also wirklich sehr schön getroffen. Danke, Raphael, für das tolle, tolle Bild. Ich habe mein Herz da gelassen für dich. Mach gerne weiter, so gefällt mir sehr, sehr gut. Und der zweite ist Lars Kuse am Strand in Dänemark mit Fischerbooten und zwar bei Ebbe, gehe ich jetzt stark von aus zumindest, so sah es zumindest aus, oder sieht es zumindest aus. Ziemlich gutes Bild und auch da von mir das Herz einmal dagelassen. Vielen Dank für eure Einreichung, für die Erwähnung mit dem Hashtag HerfurtFoto. Macht gerne weiter so, damit wir bald die 10.000 Hashtags mit dem Hashtag HerfurtFoto knacken können, würde ich mich sehr, sehr freuen. Letztes Gewinnspiel gewonnen hat dieses Buch von Feininger, die Hohe Schule der Fotografie.
hat gewonnen Andreas Müller. Andreas, herzlichen Glückwunsch. Das Buch schicke ich dir gerne zu mit ein paar Kleinigkeiten von mir noch dazu. Was du machen musst, bitte einfach mal deine Adresse an mich schicken, und zwar an moin@mike-herfurth.de. Dann schicke ich das Buch gerne für dich raus. Und heute, vor der Sommerpause, gibt es nochmal zwei Bücher zu gewinnen, und zwar ein kleines Buchpaket. Einmal haben wir das Digitale Fotografie für Einsteiger und Digitale Fotografie Grundlagen und Fotopraxis. Zwei verschiedene Bücher. Gibt es beide zu gewinnen auf einmal. Also ein Gewinner bekommt beide Bücher. Was ihr machen müsst, ist einfach Buchpaket unter das Video schreiben. Oder ihr schreibt einfach mal, warum ihr Bock habt zu gewinnen. Würde mich auch interessieren. Nicht vielleicht immer nur so ein Wort, sondern vielleicht kann ich euch ja so ein bisschen motivieren, heute mal so ein bisschen mehr zu schreiben. Also schreibt gerne mal unter das Video, warum ihr das Buchpaket hier gewinnen wollt. Würde mich sehr, sehr freuen. Zack. Das war's für heute, für die Foto-News. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, wie immer Daumen nach oben da lassen, teilen nicht vergessen, fleißig zu kommentieren. Schaut euch auch gerne mal die anderen Videos auf meinem Kanal an, da gibt es ganz, ganz viel zur Auswahl. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Mike. Ciao, ciao.